Hallo, willkommen zu einer neuen Folge im Marvin und Philipp Adventskalender. Und, ja. Wie dieses Mal darf er öffnen, Philipp? Dritter Advent. Achso, stimmt. Jungs, genau, wir dürfen noch eine Kerze anzünden, ganz vergessen. Und wer hat letztes Mal die Kerze angezündet? Gehen wir erstmal zum Heiligen Kranz der Heiligen. Wer hat letztes Mal die Kerze angezündet? War das ich oder was hast du? Ich glaube, die erste durfte ich. Dann durfte ich. Ich weiß es nicht, oder? Ja, dann drück du. Passt schon. Nächstes Mal mache ich dann ich und dann egal. Dann darfst du die heilige vierte Kerze. Vierte. Mach ich. Ja, genau. Und genau, passt. Also egal wie es. Egal, das nächste muss halt ich machen, dann passt genau. Es wieder. Egal, ob es jetzt hier umgekehrt war, wenn ich jetzt das gemacht habe oder egal, weil am Ende kommt zum Selbst. Ja, nächste müssen wir uns halt merken, macht Marvin. Genau. Dann darfst du dafür jetzt noch das Türchen öffnen, den 11. Kerze ist angezündet. Ich hoffe, ihr habt einen schönen dritten Advent. Ja. Gleich. Und bam! Auch cool, wenn man auch gar keinen Minecraft mehr hört. Okay. Verstanden, was hat er da? Achso, okay. Achso, ich hab jetzt nicht. Oh ja, okay, Stick-Rückstoß. Ja, einfach alles raus. Eine Reihe raus und eine Reihe nur, ne? Ja. Okay, gut. Das ist übrigens der einzige Spiel, was mit Structure-Blöcke, wo ich teilweise Structure-Blöcke verwendet habe. Alle anderen Spiele sind irgendwo Klonvorlagen. Sind alle klein gewesen. Alle anderen Spiele sind entweder mit Command-Blöcken nur oder klein oder anderes. Das ist das einzige Spiel, wo ich einen Structure-Block verwendet habe. Das weißt du warum? Okay, ja. Heftige Sachen. Wie kommen wir da hoch? Moment, noch nicht. Chill kurz dann live. Ja, können wir. Du musst den Knopf drücken. Da ist ein Command-Block in dem Knopf. Achso, sorry. Okay. Was müssen wir. Achso, wir müssen uns wieder Burg bauen und dann. Oder wie? Und dass wir wieder ja, das ist wie das letzte Jahr spielen, nur halt. Dieses Warte, Jahr noch mit mal. Snow. Wow. Und halt mit geilem Rückstoß. Der Rückstoß ist dieses Jahr auf 3. Letztes Jahr war noch auf 2. Und Alter. Dieses Jahr gibt's auch so coole Snow-Dinger. Das heißt, wenn wir quasi sowas machen. Sowas. Und dann quasi. Quasi hier jetzt quasi dann jemand so rausschießen, dann fliegt er quasi eher raus. Wisst ihr, was ich meine? Quasi so. Aber das geht jetzt halt eben noch nicht, weil das noch nicht hoch genug ist. Aber dieses Jahr geht es auf jeden Fall. Und jetzt könnte ich ihn quasi rauswerfen. Na ja. Nein, okay, es geht noch nicht. Also. Okay, Marvin, aber ja, ihr wisst schon, was ich meine. Ganz bestimmt richtig, ne? Ja, okay. Genau. Philipp, was wir haben fang einfach an! Na, sag, geh in deine Ecke, wir haben 4 Sekunden Aufbauphase. Okay, aber. 4, 3, 2, 1. Gar nicht, ich hab irgendwas gemacht. So dumm. Ich weiß schon, dass es in der Mitte gar nichts bringt, aber okay. Lol, das Sneak wird mal wieder zurückgedrückt. Cool ist das denn? Ach, wenig. Hast du Anti-Knockback? Anti-Knockback, ja, ich hab meine Hexe an. Du aber auch, also bewegt sich kein bisschen. Stimmt, bewegt sich echt nicht. Das ist richtig krass. Ja, okay, wir müssen nur Sachen ohne Sneak, okay, oder? Es ist echt schwierig, jemanden rauszukicken hier. Aber mir so. Es ist echt schwierig. Vor allem, weil wir. Eventuell müssen wir eine Ecke füllen. Okay. Was höre ich eigentlich auf? Ich könnte einfach weitermachen. Boah, da hätte ich gerade so rausbomben können. Scheint gerade auf dem einen Block jetzt. Boah! So, das ist fast zu meinem Verhängnis, ne? Okay, das ist echt schwierig, jemanden rauszuwerfen. Muss man echt sagen.
müssen echt mehr mit diesen Slabs arbeiten und Blöcken. Hey Philipp, wo bist du denn? Ah, da bist du. Aha. Ach komm schon, das gibt's doch nicht. Ist doch Hex, Alter. Ist doch Hex drin. Er hat Hex. Nein, nicht sneaken. Ach Quatsch, ich sneak doch nicht. Ist doch nur Einbildung. Warte jetzt. Lack ich hier auf. Boah. Das ist echt unglaublich schwierig. Boah. Ich dachte, ich hab dich jetzt. Ach, ist das scheiße schwierig, um einen rauszuwerfen. Oh, scheiße. Boah! Du bist selbst gesprungen. Du Lappen. Ich Lappen. Lappen. Bis wie viele Punkte machen wir? Ja, 3 oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. 3. Weiß nicht, mal sehen. 2. Aber über 2, ja. 2 stimmt, okay, wenn einer 2 hat. Normalerweise würde ich auch 3 sagen, aber das Spiel geht so lange. Ja. Okay, das Spiel braucht echt zu lange. Hey, lol! Ich bin gar nicht gesprungen, wie hat er das jetzt geschafft? Doch, du bist so. Guck, du bist so hier und dann in dem Moment, wo du hier runter bist, habe ich dich geschlagen. Mach's mal nochmal auf, mal nochmal drauf, zeigst du. Ich hab eh schon gewonnen, aber. Machen wir halt bis 3. Komm, du machst bis 3. Okay, bis 3. Dann hab ich 2, du 1. Hast du auch immer gut Chancen, nicht auf jeden Fall zu schlagen. Oh, Mist. Und damit habe ich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Herr Mr. Fellert. Lol. Hä? Es geht? Ja, Marvin läuft bei dir. Marvin, guck mich mal an. Läuft nicht bei mir. Wie ist das? Geschafft hab. Bäume. Alter. Mit Sneaken ist unfair, Mann. Sneaken kann man, Sneaken ist Rückschuss, aber tut Rückschuss komplett, glaube ich, auch wieder. Okay, Philipp, damit denke ich, verabschieden wir uns und Philipp ist runtergefallen. Und dann habe ich gewonnen. Nein, ich habe sowas von gewonnen. Aber Marvin, du musst dich jetzt langsam echt anstrengen. So viele Spiele haben wir nicht mehr und für mich sieht es einfach, also ich glaube, es sieht besser aus. Wenn du müssen wir noch mal teilweise was abbauen, was nicht ganz weggeht. Ich kann sonst nicht alles weggehen. Ja, okay, mach mal. Buch ist denn, wenn man dich kurz sucht. Oh, mies. Moment. Ja, gut. Einmal. Ja, drückt auf. Genau. Oh, doch, ist alles weggegangen. Schön. Nein, das sind noch, schau, da ist noch ein Block. Und noch ein paar Blöcke sind hier noch. Was ist da los? Ja, das sind die Blöcke, wo wir gebaut haben. Teilweise, wenn ich alle gebauten Blöcke abgebaut. So. Ich hab noch ein paar Blöcke. Nice. Cool. Oh, ich hab's dann. Alter, das war geil, das war echt witzig. Das war vor allem mal eine bisschen längere Folge. Die Tourwelt einfach zurück, denke ich, und ich muss mich nicht anhalten. Wir haben fast die Hälfte. Warum mache ich eigentlich immer so Spiele, wo Philipp immer gut ist? Ich habe die am Ende entwickelt, aber Philipp ist immer der, wo gut drin ist. Und dem fällt kein einziges Spiel ein. Doch, mir ist eins eingefallen. Eins. Dieses Jahr ist ihm eins eingefallen. Ja. Eins. Gut, oder? Eins, also 1 ist besser. Ich hab 23, 20, oder? Ich hab mir 23 ausgedacht. Nein, also jetzt mal. Ja, okay, teilweise habe ich auch Sachen Mathematiker übernommen. Okay, weiß doch, dass 1 besser ist als 23. Ja, habe ich vielleicht 15 mehr ausgedacht. Aber trotzdem, du hast nur ein einziges dir ausgedacht. Nein, das ist und ja du hast mir noch nicht, du hast mir noch nicht mal richtig das ausgedacht. 1 sondern ist immer die tollste Zahl auf dem Planeten. Das ist nicht der Beste. Nein. Doch. Nicht der Beste. Beste bin ich.
Warum nicht? Ja, weil wir in der Türkei sind. In der Türkei ist Note 6 auch 6. Note 6,1 und 1 Note 1,6. Also, bist du scheiße. Mal. Du bist eine Note 6. Eine schöne Weihnachtsmütze. Okay. Siehst du meine und damit, wie ich schon Philipp geschlagen habe, oh, und er einfach keinen Rückschluss bekommt, beende ich hiermit die Folge und sage euch Tschüss und Philipp, euch auch, oder? Tschüss.